Es war schon eine herbe Enttäuschung und vor allem, denke ich mal, ging es allen Sportlern so, die so im Fokus darauf waren. Man hat plötzlich eine Leere gehabt. Also man wusste nicht, wohin mit sich. Man hatte in dem Moment auf einmal keine Aufgabe mehr. Man hat das Ziel quasi vor Augen verloren. Also es war dann weg. Ja, also und als es dann auch wirklich dann bestätigt wurde zu 100%, ja, das kommt halt wie ein Knall. Also wann passiert dann sowas mal? Wie soll man sowas, vielleicht kann man das erst in 2, 3 Jahren vielleicht richtig zuordnen, was hier gerade passiert, beziehungsweise was da passiert ist. Was man da alles aufgibt, was man für Zeit investiert, das war in dem Moment, ja, es war im Prinzip umsonst, ne? Also du hast dich da auf ein Level hochgeputscht, du warst in einem Tunnel drinne und da war es halt wichtig, sich vorher schon mal klar zu machen, okay, es könnte wirklich passieren. Die Wahrscheinlichkeit wird immer höher und somit war dann die Überraschung auch nicht mehr ganz so groß und die Enttäuschung vor allem natürlich. Man hat es gespürt, jedenfalls habe ich es gespürt. Als wir dann in Florida waren, war es natürlich, dann, wenn du im Trainingslager bist, bist du in so einer Blase, du trainierst, du hast wieder den Fokus voll auf die Olympischen Spiele. Die Konkurrenz ist natürlich intern da auch sehr groß und du kannst halt nicht locker lassen da und musst immer am Fokus bleiben. Und dann, als wir wieder zurückgeflogen sind und wieder in Deutschland angekommen sind, dann ging es ja erst richtig los. Das war ja dann Anfang März. Ja. Also war dann halt schon der Punkt erreicht, wo der Sport dann langsam zweitrangig wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da gar nicht so viel als Sportler dann ehrlich gesagt drüber nachgedacht, sondern ich habe wirklich da auch Gedanken gemacht, wie komme ich sicher durch die Zeit, wie komme ich, kommt meine Familie sicher durch die Zeit und vor allem gesund. Und das war mein größter Fokus in dem Moment. Ich habe mir dann auch die Zeit genommen. Ich habe mir die Zeit für meine Familie genommen, habe viele Projekte zwischendurch gemacht. Ich habe mir zum Beispiel einen Bus ausgebaut, einen Camper, was heutzutage ja jetzt gar nicht so schlecht ist, wenn man rumreisen kann in Deutschland. Und so habe ich einfach mal abschalten können auch von dem Sport. Hast du denn gedacht, du hängst den Sport am Nagel? Ja, weil... Ja, die Leere war da, es war kein Ziel da, es war alles weg, überall, also es gab nichts, keine Ordnung mehr und im Moment trainieren wir auch eher ins Blaue, auch wenn es offiziell angegeben ist, dass die Spiele nur verschoben sind und stattfinden sollen, aber das ist natürlich eine psychische Belastung, die ich lustigerweise ja nur schon kenne von 2016, weil da war es ja im Prinzip nur bei mir einzeln so, dass ich ins Blaue trainiert habe. Ne? Also die Nominierung, die kam dann erst später und musste halt drauf hin trainieren und einfach erstmal machen. Es sind ja nicht nur negative Dinge, die daraus entstehen. Ne? Also es sind auch positive Dinge, die daraus entstanden sind. Man kann sich mehr auf sich konzentrieren, mal in sich reinhorchen, wie geht's ein, wie ist das Training, war das Training bis jetzt richtig, hat es funktioniert, habe ich Erfolge gebracht, habe ich die Leistung gemacht zu dem Zeitpunkt. Du hast dann eine Chance, das Training vielleicht nochmal umzustellen und nächstes Jahr besser zu machen. Bei mir ist es auch so, dass ich zeigen möchte, dass es noch geht. Ja, also ich möchte aber dann letzten Endes zeigen, dass ich wirklich am Punkt von Olympia auch fit bin. Und das möchte ich nochmal unter Beweis stellen, dass es zum Beispiel 2016 nicht nur ein Zufall war, dass ich 2016 auch wirklich fit war. Und das möchte ich in dem Zusammenhang natürlich nochmal beweisen, ne? Zeigen, dass es nicht nur ein Zufall war. Natürlich, Traum wäre es definitiv nochmal bei Olympia dabei zu sein. Die ganze Luft nochmal wirklich, die olympische Luft nochmal mitzubekommen, weil 2016 war es ja wirklich, da habe ich ja von heute auf morgen saß ich im Flieger und war dann da und war wirklich da in der absoluten Blase drin und bin dann wieder hergekommen und dann stand ich da mit einer Goldmedaille um Körper, was ja nicht verkehrt ist, aber man kriegt das alles viel schwieriger mit. Es ist alles neu. Es ist viel Gewusel, alles aufregend und man kann das gar nicht so aufsaugen. Und einen Traum oder wünschen würde ich mir wirklich, das nochmal mitzunehmen, einfach um das zu genießen. Es muss nicht der Olympiasieg sein, es muss nicht die Medaille sein, aber dieses Gefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man da wirklich hat als Sportler, da zu sein, das wäre nochmal echt eine schöne Nummer.